Hallo und herzlich willkommen im Ferienhaus Peppi. Ja, ich bin Lola, bin deine Gastgeberin gemeinsam mit meiner Familie und gerne möchte ich dir heute mal unser Haus am See zeigen, in dem vielleicht du das nächste Mal deinen Traumurlaub verbringst. Ja, und hier unten ist dein Privatsteg mit einem kleinen Ruderboot. Da kannst du dann losschippern mit deiner Familie und auch deinem Hund, wenn du den dabei hast, und erstmal den ganzen Prüssee erkunden. Ja, und wenn du aber gar nicht so sportlich sein möchtest und lieber entspannen möchtest, dann legst du dich einfach auf die Liege oder setzt dich in den Strandkorb und genießt einen kleinen Kaffee. Ach ja, was da hinten noch ist, da sind noch ein paar Subboards, die kannst du natürlich auch benutzen, um den See zu erkunden. So, aber abends, wenn es dann vielleicht auch ein bisschen kühler wird und du ja richtig chillen möchtest, dann haben wir hier unsere Sauna, die wir vor 2 Jahren gebaut haben. Und ist zu. Zeig mal rein. Also das ist unsere Sauna, da passen auch locker 5 Leute rein. Und ja, wenn du dann gut aufgehitzt bist, dann machst du einfach einen Kopfsprung ins Wasser und kühlst dich wieder ab. Und jetzt geht's gleich nach oben ins Haus und dann zeigen wir dir mal alle Zimmer, die dich da erwarten. So, und hier haben wir jetzt noch mal den großen Garten vom Ferienhaus Peppi. Hier kannst du natürlich auch deine Zeit verbringen. Vielleicht bringst du ja deine Kids mit oder deine Hunde und dann holt ihr den Fußball raus oder den Federball und könnt hier auch noch mal ein bisschen spielen und deine Urlaubszeit verbringen. So, und jetzt geht's rein ins Haus. Jetzt möchte ich dir unbedingt unsere Schlafzimmer und den Wohnbereich zeigen. Komm mal mit. Also, wenn ihr reinkommt, ist gleich rechts das Kinderzimmer. Hier können 3 Personen schlafen. Gegenüber befindet sich das Badezimmer. Und gleich neben dem Kinderzimmer geht's ins Elternschlafzimmer. So, und jetzt geht's in Wohn- und Essbereich. Kommt mal mit. Ja, hier haben wir die große offene Küche. Hier könnt ihr ordentlich kochen und backen und auch mal eine Maschine Wäsche waschen, wenn es mal sein muss. Und natürlich ganz wichtig für den ordentlichen Kaffee am Morgen, ein Kaffeevollautomat, damit der Tag auch richtig gut starten kann. Ja, wir haben ein großes Fenster, damit ihr eigentlich immer zu jeder Zeit auf den Prüssee gucken könnt und die Schwäne und Enten und Gänse beobachten könnt. Hier ist so der Fernsehbereich und wir haben nicht nur Fernsehen, wir haben auch Netflix, sodass die Kids auch ihre Serie weitergucken können und ja auch gerne hier sind. Auch WLAN haben wir natürlich, also es ist für Jung und Alt für alle gesorgt. Und nicht zu vergessen, auch im Herbst und Winter, wenn es nicht mehr so schön draußen ist, könnt ihr euch das richtig gemütlich machen. Kamin an, Glühwein. Und ja, dann kann man die Zeit auch richtig genießen hier. Im Untergeschoss haben wir auch noch ein Zimmer und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier können nämlich noch mal 4 Personen schlafen. Das ist unser Familienzimmer. Und natürlich ganz gemütlich auch eingerichtet und direkt mit Blick auf den See. Ja, hier sind wir auf der überdachten Terrasse. Hier verbringen wir eigentlich immer richtig viel Zeit. Entweder wir sitzen hier gleich morgens, genießen unseren Kaffee und gucken auf den See. Oder am Abend, dass wir hier schöne Grillabende machen. Meistens spielen wir noch irgendwas. Und ja, hier kann man einfach richtig schöne Stunden verbringen. Selbst wenn es mal nieselt oder so, man sitzt immer sicher unterm Dach. Und wenn du auch mal Urlaub machen möchtest an diesem wundervollen Ort, dann freuen wir uns auf deine Nachricht und sind herzlich gerne eure Gastgeber.